So, liebe Community, Family und Zuschauer, ich bin's wieder mal, euer Gamer, die Quo. Und an meiner Seite habe ich wie nach langer, langer Zeit wieder mal den Sechi mit den X. Naja, ich rufe nie wieder Quo an, wenn ich Feierabend habe. Da kommt nur auf dumme Ideen. Ich weiß. Und wie immer wird das mit Minecraft-Let's Play unterlegt sein. Vielleicht werde ich in diesem Minecraft-Let's Play auch noch was, was unser heutiges Thema ist, noch ein bisschen was einfügen. Ich hoffe, ich kriege das hin. Langweilig. Leck mich. Aber ich grüße ja wie immer einen Abonnenten. In dem Moment grüße ich den Dom Bratz. Danke dass für dein Abo, danke für dein Vertrauen. Und ja, heute... Ich muss mal gucken, wie ich das Video benenne. Videospielenden. Genau, es geht heute nämlich um Videospiele und ihre Enden bei den Hauptstories. Gute Enden, schlimme Enden, verschiedene Enden. Und wir gehen heute mal ein paar Spiele durch, bequatschen das. Was ist unsere Meinung? Was finden wir besser an Videospielen? Was für Ende sollte ein Videospiel haben? Ja, und... Und ich würde einmal einmal sagen, vorsichtshalber Spoiler, ne? Ja, das stimmt, Spoiler. Großer Spoiler. Also wenn ihr die Spiele noch nicht gezockt habt, ja. Genau, ich muss nämlich auch zurückziehen, wir werden bestimmt über Bioshock Infinite spielen, weil ich ja schon gespielt habe, aber er hat noch nicht gespielt, da muss ich mich auch zufügen, dass ich Conan Spoiler. Genau. Also... Videospielenden. Jede Hauptstory, also jedes Videospiel, besonders wenn man eine Kampagne spielt, Rollenspiele, auch Actionspiele, Hack and Slay, haben eine Story. Ja, manche haben eine Story, manche eher weniger. Und natürlich. Gute Story, schlechte Stories, verwirrende Stories, dumme Stories. Genau. Deswegen und. Aber das Hauptsache, was ein. Spieler dazu zockt, ist meistens größtenteils echt die Story. Um wie wird das die Story enden? Ja, es gibt viele Spiele, die haben, wie gesagt, Hollywood-Enden. Alles lieb, alles super, alles toll, alles gewinnt, das gut gewinnt. Alles und ja, das sind eigentlich die typischen Enden eines Videospieles. Oder, CG? Ja, genau. Also soll ich jetzt mal ein gutes Beispiel nennen? Ja, mach mal. Aber ich, mit diesem guten Beispiel werde ich auch gerade was Negatives gleich verbinden. Nämlich mit meinem Lieblings-PS2-Spiel Shinobidu, Der Weg des Ninjas. Das Ding hat 4 Enden. Kommt drauf an, welchen Herr man gefolgt ist, wenn man geholfen hat. Aber der Nachteil ist ja, hast du ein Ende gespielt, aber man keinen Bock mehr, die anderen zu spielen. Am einen Ende habe ich gespielt gehabt, aber ich hatte keine Lust, die anderen Enden zu spielen, muss ich sagen. Ja, es gibt, da kann man jetzt nochmal später auf Spiele zu, später nochmal darauf zurückgreifen, auf Spiele, die mehrere Enden haben. Wie gesagt, eigentlich, wie gesagt, wollen viele Spieler gute Ende haben, aber es gibt auch in dem Fall gute Enden, wenn ich jetzt mal so nehme, was können wir als typisches gute Ende nehmen? Nehmen wir Super Mario. Er kämpft sich durch und kriegt immer die Prinzessin. Das ist nie ein gutes Ende, weil es immer in anderem Schloss ist. Das ist kein gutes Ende. Zum Schluss des Spiels ja. Oder gut, dann machen wir es anders. Welches Spiel jetzt? Mir liegt es auf der Zunge. Aber will es nicht sagen. Einfall. Hilf mir mal! Nee, ich hätte nicht, du bist alt genug! Och man, du bist so. ein gutes Ende, ich glaube, wenn ich irgendwie Assassin's Creed rein haben, ein gutes Ende, finde ich. Kann man so oder so sehen, Assassin's Creed ist ein gutes Thema, Beispiel. Was mich zum Beispiel gewurmt hat, war echt die Ezio-Geschichte. Ich habe sie geliebt. Ich liebe sie immer noch, für mich immer noch die beste Ezio-Reihe. Der Schluss mit Revelation fand ich gut, dass sie noch mal ein bisschen Alter I eingebaut haben, was mit denen so geschehen ist und wie er zu Ende gegangen ist. Das fand ich sehr gut, weil das hat mich wirklich gefragt, was ist mit Alter I wirklich passiert. Wo ist er hingekommen? Das wusste ja keiner. Mit Ezio, da haben sie ja extra so einen kleinen Animationsfilm gemacht, wie das Ende war. Das Ende muss ich ehrlich sagen, wenn ihr das nicht kennt, googelt das mal nach. Nee, das ist. Ach, das ist die Kurzdings, ja, stimmt ja. Ja, da ist das Ende wirklich für Ezio-Fans ein Stich ins Herz.
mit der versteckten Klinge. Oh. Ja, gut, gute Enten, sage ich jetzt mal, damals, jetzt bin ich auch, ne? Grania. Grania hat ein schönes Rollenspiel, hat ein super Ende, muss man ehrlich sagen, Happy End. Dann gibt es aber auch wieder Enten, die sind wirklich ultra heftig. Ich erinnere mich da nur an, ich habe das Spiel nicht selbst gespielt, aber wo ich habe wohl gesagt habe, das Ende ist, wo viele geschrieben haben, das Ende ist ja krass, oh, wie kann man das nur machen, war auf Call of Duty Ghost. Ja, das habe ich, ja, stimmt, ich habe das Ende gesehen. Ja. Spoiler jetzt, ne? Wo der Hauptprotagonist, ne? Irgendwie, ermordet wurde. Verraten, ja. Ermordet wurde der Hund, alle Teammitglieder tot. Ja, kleiner Spoiler. Aber es ist wirklich so. Das ist mal, solche Enden gibt's wenig, muss man ehrlich sagen. Ja, das ist richtig. Wo der Held, also man hat ja eine Verbindung zu dem Helden, ne? Dann möchte man ja nicht gerade, dass er stirbt, ne? Aber dann gibt's wieder, und das ist gerade mal das Hauptthema jetzt, Spiele, die Videospiele haben verschiedene Enden, wie du das ja mit deinem Lieblingsspiel angesprochen hast. Bestes Beispiel ist zum Beispiel die Siokoten-Reihe. Die hat mehrere verschiedene Enden. Klar, da hatte ich auch das gehabt mit dem, ich hab's durchgespielt, hab das eine Ende gesehen und ohne Scheiß, ich hatte eigentlich keinen Bock, aber ich wollte wissen, wie die anderen Enden aussehen und ich hab's nochmal gespielt. Ja, das habe ich bei Battlefield 4 gemacht. Das habe ich bei der 4 gemacht. Das habe ich wirklich nochmal von vorne angefangen. Habe alle 150 Charaktere geholt, gesammelt. Geholt, ja, Entschuldigung, ich bin gerade ein bisschen nebenbei beim Ablenken. Ja, Ablenken. Und da habe ich mich wirklich interessiert, was mit den Charakteren alle passiert sind. Ne? Was macht der jetzt? Weil du hast halt ewig gebraucht, um die zusammenzusuchen. Mhm. Und dann habe ich wirklich. Ja, das wissen wollen, wie es ist. Sie konnten echt bestes Beispiel. Ich habe ja Teil 4, 5 und Tactics für die PS2 habe ich hier. Wie gesagt, und das hat mich auch gereizt. Man kann sagen, auf verschiedene Enden ist auch wieder ein Anreiz, das Spiel nochmal zu spielen. Das ist das einzige Spiel, wo ich wirklich sagte, wegen dem Ende muss ich das jetzt zweimal spielen. Ja, das stimmt. Bei Suikoden 5 war ich sogar, da hatte es sogar drei Enden, muss ich sagen. Ich habe das gute, ja, wünsche irgendwie immer das gute Ende. Ja. Was die wenigsten zum Beispiel auch wissen, von dem bekannten Rollenspiel Final Fantasy zum Beispiel, von 8 gibt es 2 verschiedene Enden, von 9 gibt es 2 verschiedene Enden, von 10 gibt es auch 2 Enden, das wissen die wenigsten, aber nur ein Ende hat es nach Europa geschafft, das Standardende, was jeder kennt, jeder Final Fantasy Spieler kennt, und da gibt es noch ein anderes Ende, das ist nur in Japan erschienen, nur in Japan. Und durch dieses das Ende, was wir aus Europa kennen, generell und auch die Rest der Welt, gab es ja dann X2. Und X2, lasst mich lügen, laut Bericht soll es mindestens 5 bis 6 verschiedene Enden haben. Und ohne Scheiß... X2, ganz genau. Und das hat mich auch gereizt, Final Fantasy X2 mehrmals zu spielen. Um dieses fucking gute Ende zu bekommen. Um dieses scheiß gute Ende zu bekommen, dass die zwei wieder zusammen sind. Und ich, ohne Scheiß, ich hab das erst beim 4. Mal durchspielen geschafft. Ja, da habe ich keine Geduld mehr dazu. Für sowas fehlt mir die Geduld. Ich hab so lange gebraucht, meine PS2, Final Fantasy X2 CD will nicht mehr abspielen. Ohne Scheiß, das will nicht mehr. Aber ist wirklich so. Diese verschiedenen Enden in Videospielen, das reizt nochmal extra, das Spiel nochmal zu spielen. Und es sind ja nicht nur diese Spiele, es sind ja auch viel mehr Spiele. Ich habe zum Beispiel ein Spiel für die PS2, das heißt Dragon Guard, ist auch von Square Enix. Und dieses fucking Spiel ohne Scheiß hat 7 bis 9 Enden. Müsste es um den Dreh haben. Und ich habe alle Enden. Ich habe wirklich fucking alle Enden. Und egal wie ich das drehe, jedes Ende hat sogar fast größtenteils einen anderen Endgegner. Dieses Enden haben mich, war alles dabei, von Happy End bis zum... Ach du Scheiße, die Welt geht unter, was machen wir jetzt? Da fällt mir auch noch ein, weil ich sagte, ich bin da froh, die Spiele mehrmals durchzuspielen. Das einzige Spiel, weil ich mehr als 10, lass mich lügen, sogar mehr als 15 Mal durchgespielt habe, ja? War Destiny Warriors. Frag mich nämlich, das war Destiny Warriors. Mhm. Nur um alle Sequenzen am Ende zu bekommen, weil du hast gespielt,
hast dann Sequenzen gehabt, verschiedene, kommt drauf an, wie du gespielt hast, dann bist du Kaiser geworden, warst dem Kaiser geholfen, bist du alleine Kaiser geworden, keine Ahnung. Und du hast dann eine Enden halt bekommen und ich wollte alle Enden am Ende haben. Ja. Alle Enden, alle Karten, alles rum und dran, deswegen habe ich das mehrmals durchgeführt, aber ich habe nicht geschafft, alle 5 Sequenzen zu bekommen. Am Ende konntest du auch noch die, also in der Galerie, konntest du die 5 Sequenzen mit deinem Charakter, die du wolltest, auch einfühlen. Ja. Und das habe ich bis zum geht nicht mehr gezockt, Destiny Warriors. Und deswegen, ich finde eine Story bei Videospielen ist ja auch generell wichtig. Und ich glaube, das Ende, beschließt das, ob man das Spiel, ob man sich freut auf den nächsten Teil oder ob wir, wenn es verschiedene Enden ist, nochmal das Spiel spielen wollen. Und das, ich glaube, das ist der Anreiz bei vielen Spielen. Wie gesagt, ist wie Final Fantasy, bestimmte Teile, mehrere Enden, Seekoten, Destiny Warriors und so. Diese Enden machen überhaupt möglich, ist meine Meinung, dass man sich weiter für diese Reihe oder für das Spiel nochmal interessiert. Ist clever gedacht. Aber jetzt mal eine Frage an dich, Seiji. Welche Enden findest du am besten? Welche Enden hast du? Ich sag mal so, das ist eine geteilte Meinung. Mein Lieblingsende ist ein offenes Ende. Das zeigt mir, nämlich, dass es noch einen Teil gibt. Und das mag ich daran. Ich weiß, ach, mein Spiel geht jetzt zu Ende. Ich sage jetzt mal Kingdom Hearts. Es geht zu Ende. Es hat aber ein offenes Ende, weil der Pluto kommt mit einem Brief von Mickey. Ja. Aha. Da ist noch was. Da kommt ein zweiter Teil raus. Dann weißt du schon, dass du dich auf den zweiten Teil freuen kannst. Weil du weißt nicht, ob er ein erster oder ein zweiter Teil, ob ein zweiter Teil folgt. Das weißt du ja nicht. Das stimmt. Und wenn du dann so ein offenes Ende hast, dann ist es übelst geil. Aber scheiße ist es auch, weil du weißt, scheiße, ich musste so arschlange warten. Ja, das stimmt allerdings. Die offenen Enden finde ich auch interessant. Wie gesagt, gab es ja auch viele Spiele, wie du gesagt hast, Kingdom Hearts, auch bei Kingdom Hearts 2, wo dann die Titus und sein Kollege da eine Nachricht bekommen haben von Mickey, wusste ich, Kingdom Hearts 3 kommt. Aber das ist so lange. Kingdom Hearts 3 kommt. Ja, hoffen wir mal noch mit, der kommt ja. Der kommt wirklich, spätestens nächstes Jahr ist er geplant, der Teil. Ja, ja. Aber weißt du, wie viele Jahre das gedauert hat? Du, es kommt erstmal Kingdom Hearts 2.95 oder sowas raus, ne? Ehrlich, ohne Scheiß, da kommt raus, kommt auch Polnisch und drauf, der holt sich das. Und danach kommt noch ein 2.850 oder sowas. Ohne Ja, yeah, aber ohne Scheiß, auf Kingdom Hearts 3 freue ich mich wirklich tierisch. Ich habe ja schon die ersten Ausschnitte gesehen. Und diese offenen Enden sind wirklich ein Anreiz, die Spiele zu spielen. Aber man ist zum Beispiel, das ist meine Meinung, gewohnt, von bestimmten Spielreihen ein Happy End zu haben, wie bei Final Fantasy. Ist es so, Happy End, egal ob es bei... Na gut, bei 7 hat man nur Spoiler jetzt, wer noch 7 nicht gezockt hat. Nur den diesen Medrior gesehen, was ist passiert. Da haben wir später alles erfahren in dem Film Advent Children. Da kam kein zusätzliches Game, sondern wurde dann Animation filmt. Fand ich auch eine nice Idee. Aber wenn man so guckt, 8, 9, dass da immer gut ein Ende kommt, dass die sich wiedersehen, das Paar. Und bei 10, da habe ich mir ehrlich gedacht, eigentlich hätte man das ja so abschließen können. Eigentlich mit dem Ende von 10. Jetzt mal kleiner Spoiler, wer jetzt 10 nicht gespielt hat. Titus, sie haben ja Sin besiegt, Titus verabschiedet sich, umarmt sich, Liebe, und er stürzt sich in den Astralwelt rein. Also wird aufgelöst. Klar, genau, jetzt, das ist die Absicht der Macher. Ja, aber daran haben wirklich jeder gedacht, das ist das erste Ende bei Final Fantasy, dass es kein gutes Ende gibt. Das haben viele gedacht, es war ja nie Gespräch, Final Fantasy X2 war nie im Gespräch, nie. Nie war das zu diesem Zeitpunkt ein Gespräch. Man hat wirklich gedacht, viele haben, Neueinsteiger haben gedacht, okay, das war jetzt das Ende. Viele Hardcore-Fans, wie ich das war, haben mir das schon gedacht, da muss eigentlich noch theoretisch was kommen. Theoretisch. Das haben sich viele Hardcore-Fans gedacht, aber die Neulinge haben gesagt, oh, was für ein Ende. Ein, kann man sagen, dramatisches Ende. Deswegen, aber viele Hardcore-Fans wussten, da muss noch was kommen. Ohne Scheiß. Und dann kam ja X2. Und dann haben sie es ja noch mit diesem kleinen Videoclip in den HD-Remake, diese kleine Videosequenz, wie Yuna zu der Reise gekommen ist, gezeigt, wie Final Fantasy X2, kann man sagen, zustande gekommen ist, warum Yuna sich auf die Suche begeben hat.
erfährt man ja zwar auch im X2-Teil, aber da in dieser Szene erfährt man das noch ein bisschen näher und mehr. Und wenn man gewohnt ist, von einer Videospielreihe immer ein Happy End zu haben und dann so ein Ende zu bekommen, dann kann man sagen, ist was faul in Staat Dänemark. Ja, aber man muss sagen, es sieht aber auch so, dass auch nicht eine Spielewelt alles mit Happy End endet, ne? Genau, wie gesagt, Call of Duty Ghost. Ja, also auch wenn es das Spiel Ponyhof heißt, die Spielwelt ist nicht nur ein Ponyhof. Genau. Ne? Aber es gibt auch Enden. Da haben wir auch, da hat ja schon Seiji das Spiel gesagt, Bioshock Infinity, die arg stören. Das verwirrendste Ende, weil ich sie erlebt habe, ohne Scheiß. Das gibt es nicht bei Videospielen, es gibt das auch wo bei Filmen und Animes. Apropos, kurz mal abgeleitet. Leute, ich schwöre euch eins. Wenn ihr Evangelion noch nicht gesehen habt, Evangelion, die Serie, die alte Serie aus den 90er, und kommt zu den letzten zwei Folgen, tut euch die nur an, wenn keine Prüfungen sind, keine Arbeiten anstehen, wenn gar nichts anstehen, wenn ihr einen Kopf leer habt, weil diese Enden waren wirklich verwirrend und verstörend, diese letzten zwei Folgen. Und so gab es auch das in der Spielwelt, wie gesagt, in Bioshock Infinity. Gab es es noch woanders in irgendeinem Spiel? Wie war das nochmal? Das fällt mir jetzt nicht ein, aber Evangelion, muss ich sagen, habe ich nie geguckt, ne? Ja. Habe ich nicht geguckt, aber... es gibt schon verstörende Enden. Wenn ihr noch Videospiele kennt mit verstörenden Enden, schreibt die ruhig mal in die Kommentare. Ich muss sagen, ich habe ein kleines Problem, was das angeht mit Durchspielen von Spielen. Hab ich ein kleines Problem, weil ich habe nicht so viele Spiele durchgespielt, weil ich irgendwie die Lust verloren habe. Weil ich da irgendwie... Ich kenne ein verstörendes Spiel, ne? Wo das Ende auch immer verstörend war. Ja, Shadowheart, weil ich spielen sollte. Mit 12 Jahren und ich spiel ab 16. Hatte so einen Schiss gehabt. Ich kenne das Ende auch. Du meinst nicht Shadowheart, Shadowman. Shadowman, ja. Das gleiche. Shadow dies, Shadow das. Nee, Shadowheart ist ein Rollenspiel, Shadowman ist ein Action-Adventure. Aber ich muss sagen, wirklich, also ich kenne viele Enden durch Sagen und Quatschen her. Aber. So viel habe ich selbst noch nicht durchgespielt. Ja, genauso bei Fall of Fee. Ich habe in meinem letzten Stream, ich hatte letzten Samstag, was heißt letzten Samstag, welchen haben wir heute, den 14., ne? Ja. Am 12.11. hatte ich Fallout 4 durchgespielt und habe da eben das Institut zerstört. Oh mein Gott, was hast du getan? Ich weiß. Hast du auch getan? Ja. Ich hab's aber dann, ich hab noch den den Befehl zu geben, dass die Leute abhauen sollen. Verstehst, was ich jetzt meine, ne? Ja. Gut. Also ich bin auch gutherzig, ja, also ich hab die Leute rausgeholt. Und hätte ich jetzt die Bruderschaft oder so zerstört, da wären die Enden ja auch ein bisschen anders gewesen. Es gibt den Spieler die Chance eigentlich... auszuwählen, wo du warst, ne? Ja, da fällt mir jetzt noch ein Spiel ein, mit zwei verschiedenen Enden. Happy End oder arg böse. Und das Spiel kennst du auch. Ja, kann ich sagen, aber ich weiß es gerade nicht. Fängt mit F an. Final Fantasy? Scheißwitz. Die Entscheidung, die du da in diesem Spiel getroffen hast, warst du sehr gutmütig, neutral oder warst du sehr böse? Ah, Fable, genau. Genau. Fable, das ist wirklich, wie du sagst. Aber da kenne ich noch eins. Mal sehr großes, Entscheidungsmöglichkeit ist die Spielereihe von, The Walking Dead. Oh ja. Da hast du wirklich die Entscheidung, weil ich habe mir mal The Walking Dead 2. Also, sag mal so, Walking Dead 1 ist so, das Ende bleibt. Also du kannst das Ende vermeiden, aber wie du das Ende halt gestaltest, ist dir halt die Sache. Oder welche Menschen du innerhalb umbringst, welche du verschonst, wie du lang gehst und so. Und in der 2 ist es wirklich extrem. Die 2 habe ich mir nicht selbst gespielt, weil ich auf Englisch war. Die deutsche Übersetzung kam später. Da habe ich mir ein Let's Play angeguckt von jemandem. Ich würde gerne verlinken, aber ich weiß nicht, wie er heißt. Wie sie heißt.
Wenn du es rausfindest, schick mir den Link. Ich werde diese Person natürlich verlinken, ist doch kein Problem. Die hat das richtig schön gemacht, ja. Und die hat das nämlich auf Deutsch gehabt irgendwie. Hm. Und da hast du wirklich 4 Enten gehabt. Hm. Hilfst du den und was machst du dann mit dem am Ende? Ja. Oder hilfst du ihr und was machst du? Der hat dann auch 2 Möglichkeiten. Gehst du dorthin oder gehst du dahin zum Ende? Und tust du den Typen anschießen? Gehst du da oder gehst du da? Also das ist auch eine Möglichkeit, wie, wo, was getötet wird und was geschieht halt, ne? Das stimmt allerdings. Und, also das ist eine Spielreihe, die ich sehr feiere. Also das ist schön, dass ich könnte auch noch eine dritte geben soll. Mhm. Also wie jetzt, aber ich habe es gerne zugeschaut und gespielt. Also das heißt, wirklich Entscheidung. So ein Entscheidungsspiel ist einfach nur geil. Das stimmt allerdings. Aber die Enten, sag mal so, das Ende ist für jeden, kann man sagen, für jeden Spieler ein Erlebnis pur, wenn man die Spielereihe, wenn man das Spiel lange exzessiv gespielt hat, dann will man ja ein Ende erwarten. Jetzt meine Frage an euch, meine lieben Zuschauer, was war euer Lieblingsende von einem Videospiel? Schreibt mir das mal unten in die Kommentare. Oder nicht Lieblingsende. Oder nicht Lieblingsende. Ja, kleiner Plot-Twist. Danke dir, Seichi. Aber ja, es ist auch ein Ende. Es gibt Spiele, wo du nicht so viele schöne Enden hast, ne? Deswegen ja. Interessiert mich das auch. Die Enden, die dich ankotzen, wo du nur sagst, what the fuck, habe ich gerade gespielt. Ja, genau sowas. Ja, und manche Enden können das Spiel noch interessanter machen oder sich auf den nächsten Teil freuen. So, meine lieben Leute, das war's auch jetzt mit dem Thema Videospielenden. Wie gesagt, schreibt mal eure Meinung in den Kommentaren. Kennt ihr noch mehr Spiele, die mehrere Enden haben? Außer Steelcoaten, Dragon Guard, Destiny Warriors, Final Fantasy. Schreibt sie mir unten in die Kommentare. Das sind einfach Videospielenden, die wirklich, die mehrere Enden haben. Ich bin mal gespannt, was für Spiele rauskommen. Vielleicht haben wir auch welche vergessen. Sagt es uns in den Kommentaren. Apropos, bevor wir vergessen haben. Aber es gibt auch, mal so gesagt, ich erinnere mich jetzt gerade noch an ein Spiel, das auch 2 verschiedene Enden hat. Und diese Enden, in dem Spiel kannst du nur innerhalb von 3 Tagen erreichen. Na, jetzt müsstest du bei dir Klick machen. Ein Spielende, was du nur in 3 Tagen erreichen kannst? Im Spiel hast du 3 Tage Zeit. Ist das mit der Gitarre? Das ist auch eins, ja. Das für die PS2, glaube ich, war es. Wir wissen, ja. Das habe ich nie geschafft, weil ich nicht wusste, wie man die Tage verbringt. Ja, genau. Aber ich meine eine berühmte Spielereihe. Du hattest in dem Spiel 3 Tage Zeit, die Welt zu retten. Wenn du es nicht geschafft hast, Welt kaboom. Ich weiß es nicht. Zelda. Achso, dann habe ich diesen Teil nicht gespielt. Das war, glaube die, ich, Mars, irgendwie, wo der Mond in die Erde kracht. Ja, ich weiß, was du meinst. Genau, und da hatte man auch 3 Tage Zeit, also es lag an dem Spieler, ob man das gute Ende oder das böse Ende kriegt. Deswegen, Leute, wie gesagt, schreibt mal die Enden in die Kommentare, die ihr noch kennt, die ihr gut fandet, die ihr schlecht fandet. Spiele mit mehreren Enden, wir haben ja einige schon gesprochen. Mein Favorit, mein Lieblingsende ist eindeutig von Final Fantasy 10-2, wenn Titus wieder auftaucht. Dieses Ende hat mich echt das Herz abgehört. Ja, ist wirklich so. Wie gesagt, ich hab's 4-mal durchgespielt. Und es hat sich gelohnt. Nur um dieses scheiß fucking Ende zu sehen. Oh. Ja. Möchtest du noch was sagen, Seti? Mein Lieblingsende war das von Kingdom Hearts. Hinunter, ja. Welches? 1 oder 2? 1. An die 2 kann ich mich gar nicht mehr erinnern. An 2 war das, wo die 2 an den Strand saßen und die alte kommt. Hier, Nachricht von Mickey! Ja, genau das. Nee, ich mag beide Enden, ich mag die ganze Kingdom-Hearts-Reihe. Weil Kingdom Hearts, wir können auch mal... Die ganze Reihe ist verwirrt, aber naja. Wir können auch gerne mal, wenn ihr das wollt, Leute, über Videospielmusik reden. Weil es gibt solche legendäre Musik, die keinen mehr aus den Ohren mehr geht. Wenn man die Melodie... Ja, genau. Wenn man die Melodie hört, wenn ihr das wollt, vielleicht machen wir das auch. Mal gucken, dementsprechend verabschiede ich mich jetzt mit den Seichi an der Seite und sage... Immer Zocko, ciao, wir sind raus. Hi und herzlich willkommen auf der Endcard. Auf der linken Seite, wo Erik sitzt, mein letztes Video zu dem Projekt. Und auf der rechten, wo Shelly und Sarah sind, mein nächstes Projekt. Also, wenn du Lust habt, schaut da mal rein.
und oben natürlich Twitch, Facebook und Twitter ist auch bei mir erhältlich. Er hört sich komisch an, aber ist so. Und in der Mitte natürlich der Abo-Button. Wenn euch das gefallen hat, was ich gesehen habe, abonniert mich, lasst mir was da. Ich freue mich. In dem Sinne, zockt gut!